Einen schönen guten Morgen von mir hier in Walsrode am 26.03.2022. Ist mir wieder eine große Freude, mittlerweile schon zum 25. Mal eine Eröffnungsansprache halten zu dürfen vor einem Publikum, dessen Herz, dessen Leidenschaft für das Natural Bodybuilding schlägt. Entweder sind es selber Athleten oder sie haben Angehörige hier auf der Bühne. Wenn wir so zurückblicken, die GmbF habe ich im Jahre 2003 zusammen mit 6 Mitstreitern gegründet. Im Jahre 2004 hatten wir unsere erste deutsche Meisterschaft. Dann folgte im Jahr 2015 die erste internationale deutsche Meisterschaft. Und heute stehen wir hier im Jahr 2022 und haben die zweite internationale deutsche Newcomer-Meisterschaft, aber zum ersten Mal als eigenständige Meisterschaft. Denn die erste Newcomer-Meisterschaft war integriert im letzten Jahr bei der internationalen deutschen Meisterschaft. Also, das hier ist eine Premiere. Alle Athleten, die ihr heute auf der Bühne sehen werdet, natürlich auch die Athletinnen, werden zum allerersten Mal auf der Bühne stehen. Das ist ein Experiment, was die GmbF ganz gezielt eingegangen ist. Wir haben gesagt, es gibt so viele Nachwuchssportler und Nachwuchssportlerinnen in diesem Bereich, dass ich die Idee hatte, warum machen wir nicht einmal eine Meisterschaft nur für Athleten, Athletinnen, die zum allerersten Mal auf der Bühne stehen. Das bedeutet für dieses Jahr, dass die GmbF zum allerersten Mal in einem Jahr 3 Meisterschaften organisiert, diese heute, dann im Mai die internationale deutsche Meisterschaft und im Oktober die deutsche Meisterschaft. Aber damit nicht genug. Wir haben Corona genutzt, haben uns Gedanken gemacht und es wird noch 3 weitere Meisterschaften geben unter der Kooperation der GmbF. Das heißt, da ist die GmbF nicht Veranstalter, sondern Kooperationspartner und stellt ihr gesamtes Know-how zur Verfügung. Das startet mit dem Stronger Than You Troja Cup am 8. Oktober von Olaf Mann. Olaf, bist du in der Halle? Ja. Da hinten ist er. Hallo Olaf, guten Morgen. Ja, danke. Dann haben wir am 15. und 16. Oktober den ersten Süddeutschland Cup im Natural Bodybuilding mit der Kooperation der GmbF. Und noch ein ganz großes Ding, aber da verrate ich noch nichts. Da bin ich noch ein bisschen mich. Halte ich mich noch zurück. Ja, als ich gestern beim Einschreiben war, das habe ich mir auch zur Gewohnheit gemacht, ich versuche mit möglichst vielen Athleten und Athletinnen persönlich zu sprechen, erlaubt mir an dieser Stelle auch noch etwas Persönliches zu sagen. Mein erster Wettkampf war mittlerweile vor 42 Jahren, damals war ich 15. Und mein Vater, der leider schon verstorben ist, hat mich dann in der Zukunft auf viele meiner Wettkämpfe begleitet. Sei es in USA, auf Barbados, wo wir überall waren, großartige Erlebnisse. Und gestern beim Einschreiben hatte ich auch wirklich junge Athleten und Athletinnen, die haben mich sehr an meine Vergangenheit erinnert, weil die waren teilweise 17 Jahre. Ich sage, Mensch, ist das deine Mutter als deine Betreuerin oder halt dein Vater als dein Betreuer? Und sagt, ja, und da habe ich dann schon, und ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil ich weiß einfach, wie unglaublich schön das ist für auch die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wenn hier so eine Verbindung besteht. Das wird man sein Leben nicht vergessen. Dieser Sport ist sowieso extrem gut für Geist und Körper. Natürlich darf man es nicht übertreiben. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Alle Athleten, die ihr heute hier seht, sind Naturalathleten, also arbeiten ohne Anabolika, Aufputschmittel, Wachstumshormone, dafür sorgt ein sehr striktes Anti-Doping-Testprogramm. Und vielleicht noch, bevor ich jetzt zu lange ins Reden komme, der Erfolg der GmbF, woran liegt der eigentlich? Das liegt aus meiner Sicht darin, dass wir alle hier im Team diesen Gedanken leben. Wir haben diesen Gedanken verinnerlicht. Die Jury setzt sich zusammen aus Top-Athleten, aus Profi-Athleten, aus Wettkämpfern, die ihr fachmännisches Urteil abgeben. Und wir leben einfach diesen Gedanken und es gibt natürlich auch Nachahmer, weil wir haben gesehen mit der GmbF, was für einen Erfolg wir haben und versuchen uns jetzt nachzuahmen. Es gibt 3 weitere Verbände, die aus dem Boden gesprungen sind, aber wir sind das Original. Uns gibt es seit mittlerweile fast 20 Jahren. Nächstes Jahr gehen wir ins 20. Jahr
Und ich möchte jetzt einfach schließen mit einer Danksagung nochmal an die Jury, an das Orga-Team, an die Halle hier in Walsrode, ans Anti-Doping-Team. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen und ich sage nur, genießt den Wettkampf. Genießt den Wettkampf der GmbF, denn Tradition und Qualität, dafür stehen wir. Und dass die Athleten die Qualität bringen, davon konnte ich mich gestern schon im Backstage-Bereich überzeugen. Viel Freude, macht's gut. Danke.